Ja, hallo meine Freunde, Fleisch und Körperkultur. Wir haben heute ein weiteres Video und zwar gibt es heute ein Full Day of Eating, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Bin ich gerade aufgestanden, bin auch noch ein bisschen verpennt, zumindest die Haare habe ich mir jetzt schon gemacht, weil den Vogel hättet ihr nicht sehen wollen. Ich habe auch eben schon mal in den Kühlschrank geguckt. Eigentlich wollte ich mir jetzt Eier machen. Die sind natürlich jetzt auch alle. Das bedeutet, ich gönne mir jetzt erstmal ein bisschen Obst, ein bisschen Banane, ein bisschen Kiwi, ein bisschen Fett verleibe ich mir in der Regel morgens auch ein. Das jetzt in Form nicht von Eiern, sondern dann entsprechend von Nüssen. Dazu gibt es natürlich eine Portion Eiweiß. Werde mir auf jeden Fall einen Shake machen. Und dann werde ich ein bisschen arbeiten und dann gibt es nachher auch schon das Pre-Workout-Meal und dann geht es ins Training. Weiß, dass die Frage auf jeden Fall kommen wird. Echt jetzt Kiwi mit Schale? Ja, Kiwi mit Schale, weil in der Schale halt wie in so vielem anderen Obst halt auch sehr viel Nährstoffen drin ist und das möchte ich nicht verschwenden. Man muss dazu sagen, macht halt eigentlich nur wirklich Sinn, das bei Bio-Kiwis zu machen, weil bei den Nicht-Bio-Kiwis ist die Pestizidbelastung meines Wissens nach so extrem hoch, dass man das besser sein lassen sollte. Also da vielleicht eher schälen. Hier auf jeden Fall mit Schale. Ich mache es mal eigentlich mittlerweile ganz einfach. Beiß die Seiten einfach ab, bevor ich die abschneide. Und dann auf der anderen Seite auch nochmal und dann wird sich die gegönnt. Man muss jetzt auch dazu sagen, also zum einen gewöhnt man sich dran und zum anderen schmeckt das jetzt auch nicht wirklich pelzig. Aber bei der Banane, da klemme ich mir das lieber, die esse ich dann halt auch tatsächlich ohne Schale. Gibt es jetzt noch 30 Gramm Mandeln dazu? Ja, gut. Das war jetzt unclever, weil eigentlich wollte ich ein bisschen weniger nehmen, weil ich wollte mir noch ein paar Walnüsse gönnen. Dann haben wir jetzt 20 Gramm und dann gibt es jetzt noch 10 Gramm Walnüsse. Noch jetzt hier nicht wahr sein. So, haben wir es jetzt? Nee. So, finally. 30 Gramm, kann weitergehen. So, jetzt gibt es noch einen 45 Gramm Shake. So, jetzt ging natürlich wieder die Hälfte daneben. Schönes Sauvideo wird das auf jeden Fall. Gut, jetzt habe ich die Waage auch ausgelassen. Dann machen wir es Pi mal Daumen. Ja, ich sag mal, ein guter Scoop, etwa 13 Gramm. Und drei haben wir 39 Gramm. Um auf Nummer sicher zu nehmen, nehmen wir einen vierten. So, dann sollte es passen. So, bei aller Filmerei habe ich vorhin fast vergessen, meine morgendliche Routine zu pflegen. Das ist nämlich zusätzlich zum Shake noch einen Kaffee sich zu gönnen und ein bisschen Wasser, in etwa 1 Liter. Ich nehme immer die Maß, das ist das größte Gefäß, was wir jetzt so haben, weil ich keine Lust habe, alle 250 Milliliter neu loszurennen in die Küche und neu zu trinken. So, ja, kann ich auch quasi sicher gehen, dass ich am Vormittag genug trinke. Beziehungsweise bis ich das nächste Mal in der Küche bin, liegt voraussichtlich bei ungefähr 5 Liter am Tag, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es gibt ja so einen Richtwert, pro 20 Kilogramm etwa 1 Liter zu trinken. Ja, daran orientiere ich mich immer so ein bisschen. Wenn es dann nur mal 4 Liter sind, ist es auch halb so wild. Aber das ist so die Grundpeilung.
und so stellst. Sicher, übrigens, Kaffee aktuell eigentlich immer nur koffeinfrei. Also wir haben aktuell nur noch koffeinfreien Kaffee, weil die einzige Zeit, wo ich mir aktuell Koffein dann reinpfeffer, ist dann mit dem Pre-Workout-Booster. Den gönne ich mir dann aber auch jeden Tag und da bin ich dann nochmal, da kriege ich dann nochmal so einen richtigen Schub und man merkt es dann auch schon stärker, als wenn man sich halt schon vorher mit 3, 4, 7, 8 Kaffee vollbombt. Wir haben es jetzt kurz nach 12. Jetzt geht es auf jeden Fall gleich zum Training vor. Gibt es auf jeden Fall mein, ja, mehr oder weniger Standard Pre-Workout Meal. Der eine oder andere mag es schon kennen. Gibt auf jeden Fall Reisflocken, die ich mir gönne. Nicht die Eierplätzchen, die hat keiner gesehen. Gibt auf jeden Fall Reisflocken. Jetzt muss ich das auch noch aufmachen. Das dauert jetzt extra lange. Warum Reisflocken? Na, vor viel Effekt jetzt hier. So. Reisflocken, weil die einfach leicht verdaulich sind. Die belasten jetzt den Verdauungstrakt nicht so. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Waage anzumachen. Behaupten wir jetzt einfach mal, das wären 50 Gramm. Bei 50 Gramm wollte ich eigentlich nehmen. Fürs Protokoll, die werde ich nachher auch eintracken. Dann gibt es auf jeden Fall noch wieder Whey dazu. Ein bisschen Eiweiß vorher noch mit rein zu bekommen. Weil es wird eine Weile dauern, bis, ja, bis ich dann quasi nachher mein Post-Workout mir reinbekomme. Und dann liege ich ungefähr bei so, ja, wahrscheinlich jetzt so 80 Gramm. So, das sind jetzt 46 Gramm. Pi mal Daumen, ich mache mal ungefähr 40, 45, 50 Gramm rein. Das mixen wir erstmal ein bisschen, so, damit wir dann das Wasser hinzufügen können. So, und dann gibt es auf jeden Fall, es ist relativ unkompliziert. Die meisten wissen ja, ich bin eher so ein Fan davon, den ganzen Ernährungspart möglichst einfach zu halten. Ich bin immer sehr pragmatisch orientiert, wenn man das so sagen kann. Mir nicht allzu viel Arbeit zu machen und auch nicht zu oft am Tag zu kochen. Das ist ja meistens das Post-Workout-Meal mit, ja, mit dem Gemüse dann entsprechend und der Fleischkomponente. So, dann mixen wir das hier noch ein bisschen. So, na komm. Muss nicht schön aussehen. Muss nur einigermaßen schmecken und muss funktionieren, ne? So, dann gibt es dazu auf jeden Fall noch ein bisschen Kokosöl. Einmal kalt gepresst. Ja, nehme ich jetzt einen neuen Löffel. Da gatsche ich jetzt nicht mit dem anderen mit rein. Diesmal messe ich das sogar. Da packe ich immer ungefähr 5 Gramm rein. Zielsetzung ist einfach zu sagen, okay, dass es tatsächlich ein bisschen langsam reingeht. Also auf der einen Seite soll es leicht verdaulich sein, auf der anderen Seite soll es mir jetzt nicht so einen krassen Energiepeak geben und dann nach anderthalb Stunden hänge ich im Loch. Deswegen, ja gut, die Waage ist jetzt auch nicht die genaueste, muss man halt auch sagen. Es wären eigentlich 5 Gramm gewesen. Deswegen wird das Kokosöl hier noch untergemixt. Ja, leicht verdaulich einfach deswegen, dass du nicht mehr mit dem Verdauungstrakt oder mit dem Verdauen an sich zu tun hast, nichts mehr schwer im Magen liegt. Wenn du jetzt beim eigentlichen Training bist, das esse ich dann meistens so, bis ich dann wirklich trainiere, ist dann meistens dreiviertel Stunde, Stunde rum. Ja, man hat ja immer noch so seine Aufwärmphase. Und das reicht eigentlich vollkommen aus. Dazu gibt es noch ein bisschen Reissirup. Ja, klatschen wir heute mal so ungefähr 10 Gramm rein, damit das Ganze noch ein bisschen süßer ist. Was wahrscheinlich eh schon bei dem ganzen Whey süß genug ist, aber yes, das ist es eigentlich, siehst du jetzt, ja, doch 11 Gramm. So, jetzt haben wir das so ein bisschen ausgeglichen mit dem Kokosöl von vorher. Relativ unkompliziert. Eigentlich, wenn man nicht so viel Zeug labert wie ich, auch in einer Minute fertig und dann, ja, läuft die ganze Sache.
alright. Hush. Jetzt doch ein bisschen gedauert. Nach dem Training gibt es jetzt auf jeden Fall erstmal was Schnelles, bevor es die, ja, ich würde sagen, richtige Post-Workout-Mahlzeit gibt. Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar geniale Toasties gemacht. Die sind auch ein bisschen überreif jetzt schon, wie man sehen kann. Also sind wahrscheinlich wieder delikat knusprig. Ja, da mache ich jetzt keine Butter oder sonst was drauf. Einfach ein paar Hähnchenscheiben und dazu ein bisschen Corned Beef, das bringt dann auch immer noch mal ein bisschen anderen Geschmack rein. Und dann ist die Sache eigentlich geritzt, ne? So, zusätzlich zu den Toasties, das sind so die ersten Carbs, gibt es auf jeden Fall einen Eiweißshake. Habe ich Post-Workout eigentlich immer drin. Ich mixe mir das immer mit ein bisschen Milch. Jetzt, diesmal vergesse ich es nicht, weil das einfach die Konsistenz verbessert, ne? Also es soll ja auch Leute geben, ne? 150. Ja, okay, Pi mal Daumen. Es soll ja auch Leute geben, die das ohne Milch trinken. Für mich immer nicht wirklich nachvollziehbar, weil es halt schon deutlich geiler, wenn man so ein Whey-Shake mit Milch schmeckt. So, dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal 40 Gramm. Was hatte ich jetzt? 152, ne? So. Maßarbeit. Gut, nicht ganz. 1 Gramm zu viel. Und nach dem Training auf jeden Fall die zweite Portion Flüssigkeit, wo ich auf jeden Fall safe gehe, dass ich ja genug am Tag trinke, so dass ich mir das zweite Mal nochmal die Maß auffülle. Denn meistens, ehrlich gesagt, so ein bisschen Mix mit Fanta. Meistens schmecken die eh so stark, dass du eh das nicht pur trinken brauchst. Und dann haue ich mir das halt 50-50 oder ja, 1:2, 1:2 heißt es, ne? Also 33% Fanta und der Rest Wasser. Yes, und dann gibt es gleich Fleisch und Gemüse, eigentlich immer. Also ich habe dann eigentlich immer Post-Workout dann Fleisch und Gemüse drin, also sei es denn Low-Fat, Hack, Tatar, wie auch immer, oder halt Hühnchen, ne? Hühnchen mit Reis. Reis könnte ich mir eigentlich auch gleich machen. So, jetzt gibt es das richtige Post-Workout-Meal. Hier gleich direkt auf dem Pizzateller, kann ich nur empfehlen. Ist ein bisschen mehr Platz, weil die sonstigen sind ja irgendwie immer zu klein. Es gibt auf jeden Fall so ein Ofenhähnchen hier mit so einer Hollandaise-Soße. Also ungefähr 200 Gramm Hähnchen ist das. 125 Gramm gekochter Reis. Dann Gemüse, grüne Bohnen. Ja, Karotten sind das noch, also Möhrchen. Und wesentlich Brokkoli, ne? Also Standard Gemüsemix, fast will ich jetzt mal meinen, und auch Standardmenge, also es werden dann ungefähr jetzt 500, 600 Gramm sein, glaube ich, müssten es ungefähr hinkommen, ja. Das werde ich mir jetzt erstmal einverleiben und ich glaube, dann gibt es nachher, ja, was gibt es nachher noch, eine Pizza wahrscheinlich, ja. Ich denke mal, das wird dann so mehr oder weniger den Abschluss machen. So, jetzt gibt es auf jeden Fall noch ein paar Beeren, habe ich mich dazu entschieden. 150 Gramm in etwa. Sollten wir den Obst, na komm, ein bisschen noch. Ja. Gut. 153, alles was heute zusätzlich mit drauf ist. Man muss dazu sagen, ab und zu muss ich einen kleinen Wegezoll leisten. Dementsprechend darf ich auch ein bisschen zusätzlich kalkulieren. Es gibt jetzt auf jeden Fall die Pizza noch, die Tricolore. Die ist halt eigentlich ganz geil, weil die relativ wenig Fett hat. Eiweißtechnisch 34 Gramm ist natürlich jetzt nicht so das Riesen-Highlight. Deswegen gibt es aber auch, um geschmacklich da immer noch ein bisschen was on top zu packen, wieder mal das gute Corned Beef. Und zwar packe ich das immer rauf, wenn die eigentlich schon fertig ist. Die ist jetzt schon wieder ein bisschen übergar, muss man nicht viel können.
teilt es einfach nur so ein bisschen drüber und dann zerläuft das gleich von alleine. Schmeckt die deutlich geiler und wir haben einfach noch ein bisschen zusätzliches Eiweiß ohne viel Aufwand drauf. Aber noch mal kurz reingepackt, lasse ich jetzt noch eine Minute lang drin und dann hole ich die auch auf. Ne? Und die esse ich ganz gerne gefroren, damit ich noch was Kaltes habe. Ja. Statt Eis, ne? Statt Eis. So, das zum Thema Eis. Also es gibt jetzt noch ein bisschen Sorbet. Das sind ungefähr 250 Gramm, die ich noch übrig habe. Bisschen gezockt wird jetzt auch noch und dann geht's ab ins Bett. Und zu guter Letzt will ich euch nicht vorenthalten, gibt es noch Once a Day, also Omega-3, K2, D3 im Wesentlichen. Also das ist die Zielsetzung. Mit 10 Kapseln liegen wir hier auch bei 5 Gramm Fett, die zusätzlich noch einzutracken sind. Was ich tatsächlich nicht tracke, ist, ich glaube, das Thema hatten wir schon das eine oder andere Mal, ist tatsächlich das Fett zum Braten. Warum? Weil wir jeden Tag eigentlich kochen und immer eine gewisse Menge an Fett haben, die relativ gering ist, also wir relativ wenig Fett zum Braten verwenden und es daher marginal ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich das immer so mache, ist es egal. Also wenn ich statt 3000 Kilokalorien immer 3045 eigentlich hätte, aber ich, egal wann, also ob in der Diät oder im Aufbau, jetzt immer dieses Fett vernachlässige, dann ist es eigentlich egal, weil in meiner Wahrheit verbrenne ich dann 3000 Kilokalorien und die Basis verändert sich ja nicht von Tag zu Tag. Also nicht den einen Tag, dass ich 20 Gramm Fett nehme, den anderen Tag koche ich gar nicht, nehme gar kein Fett, sondern die Basis bleibt dann halt immer dieser Fehler 45 Kilokalorien, die ich dann mal, ist es sicherlich 9 Kilokalorien weniger, mal 9 Kilokalorien plus, ist dann aber eigentlich egal. Und anhand dessen, ja, entscheide ich dann natürlich, okay, gehe ich mit den Kilokalorien hoch oder gehe ich mit den Kilokalorien runter? Welche Erfolge habe ich mit diesen 3000 Kilokalorien erzielt? Ne? Also wenn ihr das tatsächlich immer macht und nicht den einen Tag mit reinrechnet und den anderen Tag mit raus, dann ist es eigentlich unproblematisch. Ja, das wollte ich nochmal dazu gesagt haben. Ich hoffe, euch hat der Full Day of Eating gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, kommentiert gerne, wenn ihr was zu kommentieren habt. Besonders weitere Videovorschläge. Ich wollte jetzt schon mit dem YouTube-Algorithmus-Kommentar anfangen. Hashtag ich finde gut. Falls ihr ansonsten nichts zu kommentieren habt, gerne das Video teilen, weitersagen, zwecks des Channels. Ne, das tut dem Channel immer wieder gut. Fast vergessen, wir liegen jetzt bei 3400 Kilokalorien. Ich habe vermutet, dass ich etwas über 3000 Kilokalorien liegen werde. Also bei 3,2, 3,3 war eigentlich die Schätzung. Jetzt liege ich bei 3,4. Das wird immer leicht variieren. Aktuell, also ich esse immer noch intuitiv, bedeutet, dass ich jetzt nicht genau jeden Tag tracke, wie viel ich von wem was wie esse, sondern das immer Pi mal Daumen mache und das funktioniert in letzter Zeit auch gut und damit hat sich meine Form auch entsprechend verbessert in der letzten Zeit und habe auch meinen Progress schieben können. Das bedeutet, dass wir jetzt 273 Gramm Eiweiß haben. Mit dem Eiweiß liege ich ja immer relativ hoch. Grundpeilungen sind immer so die 2,5 Gramm, aber gerne liege ich auch mal einen Ticken weiter oben und damit, ja, wie gesagt, fahre ich halt persönlich sehr gut. Fett relativ niedrig mit 61 Gramm, aber vollkommen im Rahmen. Also ich versuche halt immer mindestens 50 Gramm Fett zu konsumieren. Gerne auch hier und da ein bisschen höher. Und 424 Gramm Carbs. Ich denke mal, damit kann man ganz gut arbeiten. In näherer Zukunft, wenn mein Knie hoffentlich wieder in Ordnung ist, dann würde ich nichtsdestotrotz trotzdem so 2-3 Kilo Fett nochmal runtergehen. Dann wird die Form auch noch ein bisschen geiler und ich liege unter meinem normalen Setpoint. Ja, das soll es jetzt aber für heute gewesen sein. In diesem Sinne, meine Freunde, wie gesagt, Video liken, teilen, kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video.